Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Kochen. Mein Name ist Christian Nielsen. Ich zeige euch, wie man eine Automatik für eine Bewässerung baut. Da wir auf der Plantage keinen Strom haben, brauchen wir eine Batterie. Die Automatik läuft mit 12, 5 und 3,3 Volt. Also brauchen wir einen 12 Volt Akku. Der Akku wird mit einem 5 Watt Solarpanel geladen und braucht dafür einen Laderegler. Oxidierte Kontakte müssen vorher abgeschliffen werden und die Kabel werden angelötet. Isolation ist ganz wichtig, da es in einer Regentonne steht. Und noch mehr Isolationsband. Nochmal testen, ob alles richtig angeschlossen ist und leitet. Den Laderegler anschließen, so wie es auf den Bildern gezeigt ist. Ganz wichtig, immer kontrollieren, ob man was verpolt hat. Denn weder die Elektronik noch der Akku mögen das. Nochmal einen kurzen Test am Ventil und es klappt alles. Einfach den Aufsteller des Solarpanels auf den Pfahl setzen und montieren. Bisschen Lack noch drauf, damit es nicht wegschimmelt und fertig. Das Solarpanel draufstecken und festschrauben und schon ist es getan. Zurück zur Automatik. Jedes Ventil muss mit 12 Volt und Erde verbunden werden. Die Rückleitung, also Erde, kann ganz einfach verbunden werden und gemeinsam zurückgeführt werden. Immer prüfen, ob man alles richtig verbunden hat, weil später findet man den Fehler nie. Hier kann man schön sehen, dass alle 12 Volt Anschlüsse einzeln herausgeführt sind. Alle Kabel werden mit Isolierband befestigt, damit sie nicht abreißen oder vertüdeln können. Da sich 12 Volt weder mit 5 oder 3,3 Volt verträgt, benutze ich Relais. Für 8 Ventile perfekt ein 8 Relais-Modul. Alle kommenden Anschlüsse werden kurz geschlossen, so spare ich mir ganz viel Kabel. Immer wichtig, prüfen, ob man alles richtig verbunden hat. Fangen wir mit dem Rechenzentrum an. Jede Outdoor-Elektronik braucht einen wasserdichten Kasten. Löcher bohren für die Anschlüsse und Kabel oder Schalter. Die erprobte Elektronik vom Steckbrett nehmen
und einfach in den Kasten einbauen. Dabei ist Mr. Heißkleber mein bester Freund. Die Kabel so legen, dass man sie später einfach mit der Elektronik verbinden kann. Als erstes baue ich das Relais ein, weil es einfach auch das größte Bauteil ist. Die übrigen Kabel werden für die Stromversorgung und die Sensoren benötigt. An der Seite mache ich eine Aussparung für den Kippschalter und später ein Loch für den Taster. Das ESP32 wird mit einem Micro-USB-Anschluss mit Strom versorgt. Die benötigte 5 Volt Spannungsversorgung kann ich direkt beim Laderegler abzwacken. Es ist wichtig, dass alles wasserdicht ist, sodass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Im Gegensatz zum Kippschalter, der galvanisch die Stromversorgung unterbricht, wird der Taster mit dem Reboot-Pin verbunden. Sind alle Kabel verbunden und getestet, kommen wir zum Prüfen der Software.
Zuallererst werden alle Aktoren geprüft, alle Pins, die einen Ausgang bilden, und dann erst die Sensorik. Einige Sensoren sind digital und andere sind analog. Zum Schluss wird noch das WLAN getestet und der Server, der auf dem ESP32 läuft. Ist alles getestet und funktioniert alles, wird es im Feld eingebaut. Ich verbinde die Hauptwasserzufuhr mit dem Verteiler und teste die ganze Anlage, ob es funktioniert. Alle Zuleitungen der Reihen werden nacheinander angeschlossen. Noch den Laderegler mit der Solaranlage verbinden und die Automatik kann laufen. Nochmal alle Anschlüsse nachziehen, damit kein Wasser in die Tonne eindringen kann. Die Automatik verschließen und anschalten. Man kann von der Bewegung sehen, dass die Automatik funktioniert. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert mich doch und schaut euch an, was ich noch so mache.